Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, hier zurück zu Total War Pharaoh Dynasties. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was mit Pharaoh los war, hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich dieses Spiel hier nochmal let's play. Aber jetzt mache ich's und ich hoffe, ihr freut euch darüber, weil ich weiß auch, dass es einige Fans von Pharaoh in meiner Community gegeben hat. Auch wenn die natürlich jetzt im Vergleich zu anderen Spielen von Total War ein bisschen rarer gesät waren. Aber there can be no compromises. Genau, es kann keine Kompromisse geben. Spaß beiseite. So, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier nochmal reingucken und hier nochmal jetzt hier die neuen Fraktionen ein bisschen antesten. So, wir haben einen Level-Up. Ich denke, ich gehe hier erstmal weiterhin. Ja, wisst ihr was? Bewegungsfähigkeit auf der Kampagnenkarte ist schon sehr, sehr mächtig. Jetzt will ich bloß gucken, was ich hier für Fähigkeiten haben will. Will ich erstmal hier Hinterhalt nehmen? Das ist halt eine Fähigkeit, die man halt innerhalb der Schlacht machen kann. Ja, da können die Einheiten sich verstecken. Oder möchte ich lieber das hier nehmen? Die feindlichen Armeen haben weniger Bewegungsreichweite. Komm, ich nehme das. Ich will dafür sorgen, dass feindliche Einheiten in derselben Region wie ich sich nicht so leicht bewegen können. Ein gewöhnlicher kleiner Schild ist nicht so gut wie dieser hier. Und bei der Rüstung haben wir leider auch nicht wirklich viel Auswahl. Okay, dann soll das jetzt hier unsere Wahl sein. Wir attackieren jetzt hier noch diese Armee. Und das hier ist jetzt schon wieder eine Schlacht, die anscheinend ein bisschen krasser ist. Aus irgendeinem Grund ist das Spiel der Meinung, ich verliere jetzt hier meine babylonischen Streitwagen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie leicht die anscheinend kaputt gehen. Wir müssen halt irgendwie diese Bogenschützen, glaube ich, jetzt hier in den Griff bekommen und die hier wohl totschießen. Dann haben wir wahrscheinlich eine realistische Chance. So, ich will keine eingeschränkte Sicht. Wobei, Nachladezeit, Genauigkeit, wäre eigentlich genau das Richtige für uns gerade eben. Wir machen das mal, Leute, wir machen das mal. Weil der Feind hat ja mehr Bogenschützen als wir. Und das ist etwas, was wir natürlich ausnutzen. Oh Gott. Ich habe hier eine ganze Menge Versteckoptionen oder was? Nee, habe ich nicht. Warum sind meine Einheiten hier nicht versteckt im Wald? Doch, sie sind versteckt. Natürlich sind sie versteckt. Ich sehe es gerade eben. Das ist das Zeichen hier. Ich muss mich gerade eben noch ein bisschen dran gewöhnen, weil dieses Spiel halt dann doch ein bisschen anders ist als zum Beispiel Warhammer. So, du kommst auch in die Nummer 1 rein. So, dann hätte ich ganz, ganz gerne euch hier noch als eigenständige Gruppe. Und die sollen jetzt halt in meinen Augen jetzt hier die... Moment. Genau, das gemischte Feuern jetzt halt gerade eben mal durchführen. So, dann beginnen wir mal. Wir gehen dahin. Der Streitwagen soll dahin gehen. Wir müssen den Feind jetzt erstmal finden, wenn ihr mich fragt. Ihr geht noch dahin. Ich habe zum ersten Mal jetzt hier die Möglichkeit, hier von Anfang an meine Armee zu verstecken. Das finde ich sau cool. So, da ist der Feind. Gemischtes Feuer. Nee, ich will auf jeden Fall Direktschuss machen. Ihr seht, die versuchen mich jetzt hier schon zu cashen. Jetzt versuchen wir mal den Bogenschuss. Bogenschuss. Für mehr Reichweite. Ich will den Feind jetzt hier anlocken. So. Kommt schon. Lauft, lauft, lauft. Die wollen wirklich den Streitwagen sich hier holen. Aber wisst ihr was? Wir können jetzt hier eine Falle aufmachen. Wir können jetzt hier eine Falle eröffnen. Und das werden wir jetzt auch ausnutzen. So, ihr schießt jetzt schon mal auf die da. Der Bogenschuss macht jetzt hier natürlich jetzt hier nicht so viel her für den Anfang. Aber er wird genug hermachen. Okay, wir chargen jetzt die da an. Jetzt gehen wir wieder dann doch dahin. Weil ich den Feind jetzt hier in den Wald locken möchte. Du rennst jetzt hier mal weg, du rennst jetzt hier auch mal weg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es dann doch mal schaffen, jetzt hier jemanden auszuschalten. So, ihr rennt jetzt hier raus. Ihr fangt jetzt den Feind jetzt hier ab. Ihr greift da an und ihr rennt da. Oh ja, wir haben es tatsächlich geschafft, hier zu treffen. Das finde ich gut. Du schießt jetzt hier weiter, du schießt da weiter. Nee, warte mal, ihr rennt noch weiter weg. Ihr könnt ja leider nicht plänkeln.
Jetzt versuchen wir hier rüber zu rollen. Ich muss halt die hier abfangen, ne, damit mein Streitwagen hier angreifen kann. Und ihr habt jetzt die hier euch gecached. Gut, gut, gut. Ich muss bloß aufpassen, dass mein König keine dummen Dinge tut. Und mit dummen Dingen meine ich, jetzt hier in den Nahkampf gehen. Das soll er absolut sein lassen. So, ich muss auf meine Streitwägen aufpassen. Ihr seht, die haben jetzt hier schon durch den Direktbeschuss hier richtig übel aufs Fressbrett bekommen. So, jetzt machen wir hier den Direktbeschuss. Man muss es halt auch umschalten. Auch hier Direktbeschuss macht jetzt hier absolut Sinn. Die hier fliehen leider schon. Die sind schon zerstört. Das heißt, du kannst jetzt noch da oben hingehen. Und ihr seht, na, die gehen halt immer sehr, sehr konzentriert auf deinen Hauptcharakter. Das können die richtig, richtig gut. Da sind sie King drin. Aber in dem Fall kann ich es mir, glaube ich, sogar erlauben, den feindlichen König oder die feindliche Fernkampfeinheit im Nahkampf anzugreifen. Also ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es. So, genau. Du verfolgst die, du verfolgst die, du greifst die jetzt hier an. Mein Streitwagen lebt zwar noch, aber es ist kein gutes Leben. Hier sind vernichtet. Gut. Und ihr schießt denen jetzt hier weiter in den Rücken. Ich würde sogar sagen, du kannst sogar noch näher rangehen für diese Aktion. So, jetzt müssen wir mal gerade mal gucken, ne? Also unser König ist hier. Und wie gesagt, der hat halt jetzt auch das Problem, wenn er down geht, dann ist er halt tot. Und er ist jetzt hier schon im Nahkampf mit jemandem. Es gibt halt leider keine Warnung, wie gefährdet er ist. Das muss man sich einfach mal klar machen, da gibt es leider nichts. Aber die wanken jetzt hier auch. Warum rennst du nicht weg, du Narr? Okay, mein Streitwagen ist wieder da, das ist völlig unerwartet. Also gut, die hier fliehen jetzt, der König kann jetzt hier das verfolgen, jetzt müssen wir die hier noch besiegen. Lauft weiter weg, lauft weiter weg. Du schießt weiter hier direkt. Ah, und wir haben gewonnen. Okay, wir haben gewonnen. Jetzt könnt ihr wieder schießen. Hauptsache, ihr holt euch den Penner noch. Wir versuchen ihn noch abzufangen, natürlich. Wir haben aber echt nicht viel Reichweite, ne? Machen wir uns das mal klar, wegen dem Regen und so weiter und so fort. So, wir versuchen jetzt den König hier noch ab, den feindlichen General noch abzufangen und ihn jetzt hier in die Mangel zu nehmen. Dann stirbt er hoffentlich jetzt hier noch. Das wäre hier auf jeden Fall jetzt hier mein ganz, ganz großer Wunsch, dass er jetzt hier nicht entkommt. Ah, bis jetzt lebt er noch überraschend viel. Und vor allem lange. Okay, wir haben ihn. Auch wenn es nicht dran steht, dass er tot wäre. Seltsam. Aber egal. Hauptsache, wir haben es gewonnen. Wir können leider noch nicht in die Offensive gehen. Das habe ich schon mal geplaytestet, weil nämlich die Hauptsiedlung, also die einzige Siedlung dieser gegnerischen Fraktion, die uns jetzt noch im Weg steht, ist eine Hauptsiedlung. Die hat Mauern. Und da kommen wir nicht rein. Absolut chancenlos. Wir müssen also noch ein bisschen vorsichtig sein und warten. So, dann sind die jetzt hier besiegt. Ich würde tatsächlich jetzt hier dann doch die Nahrung nehmen. Und jetzt können wir sie sogar... Oh, die existieren ja immer noch so ein bisschen. So, wir haben jetzt eine ungewöhnliche Unterstützungschance, die jetzt hier erhöht wurde. Immer noch... ja, mittelschwere Rüstung hilft uns nicht wirklich weiter. Eine bessere Waffe werden wir wahrscheinlich auch nicht so leicht bekommen. Wir leveln jetzt hier die... Ja, die Gefechtsbeute wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ich will auch ein bisschen mehr Nachschub jetzt hier bekommen. Ne? Also ich gehe am Anfang hier mal ein bisschen breiter gestreut jetzt hier rein. Ich erreiche ihn sogar noch. Das ist äußerst praktisch. Und jetzt können wir ihn sogar noch jetzt hier automatisch vernichten.
Falls ihr euch übrigens fragt, kann der General durch die Autoberechnung zufällig sterben? Ich habe es noch nicht gesehen. A flawless martial performance. Kann es aber auch nicht ausschließen. Our canals need more workers. My time is now. Also wir haben jetzt hier schon mal ein paar sehr, sehr nette Level-Ups gemacht. Wir gehen jetzt hier auf noch mehr Gefechtsbeute und auf Nachschub. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Sachen ausbauen können. Ihr seht, wir bauen ja gerade eben das Ding jetzt hier schon. Babylon selber muss natürlich auch noch gebaut werden. Wir haben hier den großen Tempel des Marduk. Den schauen wir uns natürlich an, sobald die Religion freigeschaltet ist. Es dauert ein paar Turns. Unterhalb minus 15% für Einheiten dieser Provinz. Das ist sehr, sehr cool. Man kann das Ganze... Hier, denn die Schlammbäder kann ich auch noch mehr Nachschub machen. Wachstum der Arbeiterschaft, aber es erhöht die Verwaltungskosten. Hier können wir dann sogar noch jetzt hier machen, dass wir mehr Goldeinkommen machen. Ich hätte ganz, ganz gerne mehr Gold in der jetzigen Situation. Ich möchte auch mehr Einheiten rekrutieren können, aber ihr seht, na, mehr ist gerade eben einfach aufgrund unserer Ressourcenlage bzw. unserer Arbeiterschaft nicht möglich. So, das ist übrigens jetzt hier diese Siedlung, die wir einfach noch nicht schaffen werden, anzugreifen. Wir holen uns jetzt hier einfach mal hier diese arkadischen Bauern. Die sind nicht gut, die sind nicht motiviert, aber die sind wenigstens da. Das ist das, was wir jetzt hier momentan einfach so sehen müssen, ne? Diplomatie. Es gibt eine Fraktion, die uns mag, hier, die Duranki. Und ihr seht es, hier gibt es hier neue Funktionen. Hier zum Beispiel Heiratskandidaten finden. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte... Ja, also in dem Fall geht es jetzt hier nicht, aber man könnte jetzt hier zum Beispiel nach seinem Sohn, Tochter oder was auch immer irgendeinem Charakter fragen, der noch nicht verheiratet ist und versuchen, entweder den Charakter von uns zu ihm zu schicken oder seinen Charakter zu uns zu holen. Das ist sehr, sehr praktisch. Das ist so ähnlich, wie wir es noch aus Rome oder auch aus Attila kennen dürften. Aber wie gesagt, nur so ähnlich. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir gerade eben noch gar nichts in der Diplomatie und gehen stattdessen jetzt hier in die nächste Runde. Vorausgesetzt, genau, wir können auch einen Erlass machen. Wachstum der Arbeiterschaft plus 10, aber weniger Nahrung produzieren, das wäre aus meiner Sicht gerade eben sogar wirklich, wirklich cool, denn wir brauchen mehr Arbeiterschaft. Zufriedenheit und Baukosten sind nicht ganz so wichtig, Wachstum der Arbeiterschaft ist aber auch nicht schlecht. Ich will aber auch nicht weniger rekrutieren können. Ja, wir nehmen Wachstum der Arbeiterschaft auf fürs Erste. Dann haben wir aber auch noch Nebengebiete. Ne? Also ihr seht, wir haben zum Beispiel jetzt hier auch noch hier Uruk. Das ist auch eine Stadt, die uns gehört. Die kann ich jetzt hier zum Beispiel auf Stufe 2 bringen. Und auch hier noch Außenposten machen. Da haben wir hier nochmal einen Außenposten zur Verfügung und hier nochmal einen Außenposten zur Verfügung. Es ist relativ schwierig jetzt abzuschätzen, welches hier sinnvoll ist. Ich denke aber, dass wir, Moment, Verschleißimmunität werden wir auch nicht brauchen, Legitimation. Also auf jeden Fall ein weiterer Tempel des Marduk wird sicherlich für uns gut sein. Ihr seht, die machen auch mehr Nahrung. Das gucken wir mal gerade eben. Du bist ja auch, du bist ein Holzproduzent. Das heißt, ein Tempel des Marduk ist hier nicht wirklich sinnvoll, wenn ihr mich fragt. Bau abbrechen. Mal überlegen. Also ich meine, der Witz ist, das hier haben wir ja schon. Einmal, aber... Ach nee, das ist ein weiser Tempel von Anu. Das sieht bloß so ähnlich aus. Okay, die Baukosten sind halt hier radikal reduziert. Und wisst ihr was, dann will ich hier noch mehr 10% mehr Ressourcen machen. Das sind halt dann Holz. Das nehmen wir dann hier noch mit. Und dann möchte ich auch hier eine ich möchte auch hier eine Kriegerzuflucht haben. Die kostet uns halt, wie gesagt, Nahrung, aber gibt halt noch ein paar weitere Boni. So, das hier also ist jetzt hier unser Gebiet, ne? Also Babylon und Kardusiasch-Shutayu, wie man das auch immer ausspricht. So, wir gehen in die nächste Runde. Und gucken mal. 159 Fraktionen sind jetzt hier im Spiel drin. Es sind auch ganz, ganz viele Nebenfraktionen, ne? Aber ihr seht, es ist jetzt eine Menge da. Und ich sag's mal so, ne, also wenn das Spiel von Anfang an so gewesen wäre wie jetzt, hätte es sicherlich wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt Jubelstürme ausgelöst, aber es hätte den Shitstorm wahrscheinlich nicht gegeben. Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass die Leute, vielleicht auch du, da durchaus sehr viel zufriedener gewesen wärt.
So, da. Dann gucken wir mal gerade eben nochmal, ob wir noch irgendwas in Babylon machen können. Theoretisch könnte ich jetzt hier die städtischen Handelsaufzeichnungen machen. Noch mehr Ressourcenproduktion, mehr Einfluss. Ja, Einfluss ist halt absolut essentiell. Aber ich glaube, ich muss da gerade eben noch nicht so viel machen. Nee, wir haben netto immer noch Plus. Also das heißt, das schieben wir nochmal außen vor. Dann haben wir noch hier die militärischen Unterstützungssachen, Rekrutierungskosten, Rekrutierungsplätze, Rang bei der Rekrutierung. Aber wisst ihr, eigentlich brauchen wir was ganz anderes. Wir brauchen bessere Einheiten zum Rekrutieren. Das ist die Situation. Das ist die absolute Situation. Hier könnten wir auch noch mehr Nahrung machen. Das heben wir uns aber auch auf. Hier könnte ich noch mehr eine Behausung von Mardung machen. Nee, das machen wir auch nicht. Was haben wir denn hier noch offen? Ja, ich weiß, dass hier noch ein Bau offen ist. Aber wir werden es noch nicht machen. Wir werden es noch nicht machen. Natürlich haben wir auch noch hier die Zivilisationsmechanik, wie ihr sehen könnt. Ne? Die ist jetzt nach wie vor immer noch da. Hier gibt es aber auch eine Vorhersage, wie wir gerade eben sehen können, die wir uns jetzt hier mal angucken können. Wir sind also momentan im Wohlstand, ganz knapp. Das ist toll. Das sorgt dafür, dass wir noch mal ein bisschen mehr Nachschub bekommen. Oh, guckt euch das mal an. Angst und Unmut. Also für uns ist es unglaublich wichtig, dass die Zivilisation im Wohlstand ist. Man könnte sagen, wir sind sowas wie die Order-Fraktion hier. Zumindest kann man das so interpretieren. They chose me and I agreed. So, wir werden weiterhin hier noch mal ganz kurz hier stehen bleiben. Mir fehlt hier immer noch das Bevölkerungswachstum. Die Arbeiterschaft ist hier immer noch sehr, sehr untätig. Was ist das hier? Das bringt mir noch ein paar Speerkämpfer, aber halt keine besonders guten. Was ist das da? Ja, das kann ich halt leider auch nicht machen. Also es ist alles sehr, sehr teuer für uns gerade eben. Oh, Mama Mia. Streitwagen-Emporium will ich nicht unbedingt. Warte mal, jetzt gucken wir mal gerade eben, was wir denn hier bekommen. Syrakus. Einberufene Syrakus und Syraku-Bogenschützen. Boah, das sagt mir momentan halt einfach noch gar nicht allzu viel, ne? Hier habe ich bis jetzt halt einfach nur die Bauern, glaube ich, die für mich jetzt hier möglich sind. Genau, die arkadischen Bauern. Und danach würden wir arkadische Milizen, Speerträger der arkadischen Miliz und arkadische Bogenschützen bekommen. Da kann man mal wieder sagen, alles zu seiner Zeit, ne? Will ich hier noch mehr Nahrung machen? An und für sich wäre es gar nicht so dumm, noch mehr Nahrung zu machen. Aber das ist halt auch alles schweineteuer. Was ist das hier nochmal? Rang bei der Rekrutierung, Rekrutierungskosten. Posten der Stadtwache. Will ich eigentlich gar nicht machen müssen. Ich hoffe, wir müssen das nicht machen. So, gucken wir mal gerade eben, was wir noch machen können. Ja, jetzt ist die Religion da. Also, wir schauen uns mal gerade eben mal den Marduk jetzt hier an. Das ist der Gott, dem wir huldigen. Marduk bringt uns auf der allerhöchsten Stufe, wie ihr sehen könnt, 7 Zufriedenheit und 12% mehr Nahrung in der Region. Und auch bei einem Gebet mehr Nachschub und auch weniger Unterhalt für die Nahrung. Das heißt, dass die Leute fasten. Unser ergebener General hat eine deutlich geringere Chance, an Altersschwäche zu sterben, was saugeil ist, weil dann lebt er sehr viel länger. Dann wird er richtiger Methusalem. Und er ist immun gegen Verschleiß. Und wir haben sogenannte Behausungen. Das ist eine neue Art von, glaube ich, von irgendwie Gebäuden, die uns, wie ihr sehen könnt, noch mehr Wachstum der Arbeiterschaft und noch mehr Nahrung ermöglichen. Aktuell haben wir allerdings natürlich etwas schwächere Boni, was es angeht. Ich werde aber auf jeden Fall unseren Herrscher ihm jetzt hier gleich widmen. Das hier sind übrigens die ganzen neuen Götter, die wir haben. Wir haben nicht nur den Marduk, den wir kennen. Wir kennen auch, wie ihr sehen könnt, hier Inshushinak, der ihr, also ihr könnt ja einfach mal die pausieren und euch die Werte angucken, falls sie euch interessieren. Dann Ninurta ist hier möglich an der Stelle. Und bei den Assyrern gibt es natürlich auch noch Ashur. Und Ishtar. Und natürlich gibt es jetzt auch bei den Ägäischen natürlich auch Poseidon, Zeus, Ares, Apollon und Aphrodite. Wie gesagt, im Zweifelsfall einfach pausieren, wenn euch das zu schnell ging. So, wir gehen jetzt hier wieder zum Marduk. Ich möchte eigentlich, dass er verehrt wird. Genau, durch unseren König. Take this mantle and wear it with pride. Weil dadurch haben wir nämlich jetzt hier, wie ihr sehen könnt, eine deutlich geringere Chance, an Altersschwäche zu sterben. Jetzt schon 50% weniger. Hoffen wir mal, dass er nicht auch durch andere Effekte stirbt. Das wäre auf jeden Fall mein... Also nicht mein Ziel, dass er stirbt. Das wäre absolut doof, wenn er daran sterben würde.
Das Goldeinkommen will ich jetzt hier gerade eben nicht beschleunigen. Ich könnte halt noch mehr Tempel des Marduk machen. Unterhalt noch mehr reduzieren. Aber irgendwie wäre das in meinen Augen doppelt gemoppelt, wenn ihr mich fragt. Noch mehr Nahrung aus dieser Provinz. Bronze, Gold, Nahrung. Ich glaube, wir werden hier einfach mal die Füße stillhalten noch, ne? Ja, wir werden hier einfach diese Runde nochmal ganz kurz die Füße stillhalten. Dann haben wir nochmal hier eine Siedlungsverbesserung, die möglich ist. Komm, wir machen das hier direkt auf die höchste Stufe. Dann kann ich nämlich auch hier die höchsten Stufen noch anstreben. Für noch mehr Nahrung, für noch mehr Holz. Und, ja, mehr Einfluss und Zufriedenheit hier in Uruk. So, Moment, jetzt muss ich gerade hier nochmal was schauen. Außenposten sind jetzt hier im Grunde so gut wie gebaut. Und ich ahne, dass es auch hier der Fall sein dürfte. Ja, nächste Runde sind sie fertig. Wir haben den General nicht bewegt, aber wir leben damit. Wir leben damit. Da wird demnächst was auf uns zukommen, dann müssen wir im Zweifelsfall halt abhauen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir jetzt genügend Zeug gleich haben, um endlich in Babylon eine bessere Art von Einheit rekrutieren zu können. Eine neue Art von, ja, Rekrutierungsgebäude. Ich will natürlich nur das Zeug, was gut ist, also die obersten Sachen. Ich bin nach wie vor so kein großer Fan von Streitwagen. Ein bisschen Streitwagen will ich haben, aber nicht zu viele. Denn in den Stadtkämpfen sind sie in meinen Augen nach wie vor ziemlich unnütz. So, die brauchen aber echt lang. Okay, wir sind fertig hier, haben einen Erlass gemacht jetzt hier. Wir machen also mehr EP pro Runde. Dann würde ich eigentlich ganz, ganz gerne jetzt hier die Zufriedenheit überall noch nach oben schnellen lassen. Sie geht zwar schon nach oben, aber sie könnte in meinen Augen natürlich noch besser sein. Wir haben jetzt zwei. Oder? Oder haben wir immer noch nur eins? Wir haben immer noch nur eins. Oh, ist das ätzend. Ja, Wachstum der Arbeiterschaft ist für uns gerade eben wirklich so ein Ding. I am thinking. Also wir sind hier schon gerade eben hart. Do not rush battle. Ich mache noch mal ein paar Einheiten. Hauptsache, ich habe Einheiten. Ne? Vielleicht können wir die ja sogar demnächst angreifen. Aber wirklich begeistert bin ich nicht. Ja komm, dann machen wir jetzt halt auch noch das jetzt hier noch schnell. Dann machen wir halt das jetzt hier noch schnell. Was soll's? Do your thing. My friend. And recruit troops. Ich hoffe aber mal bloß, dass ich demnächst jetzt hier vielleicht noch mit den anderen um mich herum Bündnisse schließen kann. Wobei, ich würde schon gerne ein paar Gebiete erobern. Aber solange der hier halt so rum existiert, ist das keine allzu gute Idee. Wir brauchen halt noch Stein. Hier oben gäbe es, wie gesagt, Bronze. Das wäre eigentlich eine ganz tolle Nummer für uns. Denn Bronze haben wir noch nicht wirklich. Gold machen wir ein bisschen, das wird aber nicht reichen. Ich kann nicht ewig nur so rumstehen. Ich muss auch ein paar Siedlungen mir so nach und nach einverleiben. Was ist das? Da ist irgendjemand. Ich hoffe, es ist kein Feind. Und? Nee, der ist neutral. So, wir haben eine Bestrebung. Erobere eine Region, die auf Gold spezialisiert ist. Oder erobere eine Region, die in der Nähe mit einem Wahrzeichen. Oder gewinnt 8 Schlachten in 20 Runden. Weiß ich nicht, ob wir das ermöglichen können. Aber ganz im Ernst, ich versuche es jetzt einfach mal mit dem Gold. Vielleicht haben wir ja irgendwo eine Goldsiedlung in der Nähe. Du bist eine Nahrungssiedlung. Du bist eine Bronzesiedlung. Du bist eine Nahrungssiedlung. Du bist eine Steinsiedlung. Ich habe das Gefühl, dass hier nicht wirklich viel Gold in der Nähe ist. Ach, wie schön, dass ich mir das Leben so einfach mache. Okay, wir haben neue Gottheiten, so wie es aussieht, kennengelernt. Beziehungsweise haben eventuell hier... Genau, wir haben jetzt hier mehr Verehrungspunkte jetzt hier aufgebaut. Aber es ist halt leider immer noch nicht so, dass wir hier oben sein können. Das ist sehr, sehr schade.
Ich frage mich ehrlich gesagt gerade eben, wie macht man eigentlich eine Hekatombe? Religiöse Gebäude? Ja, wir sehen sie ja hier. Okay, was ist das? Anwenden. Hä? Was? Moment, Moment, ich will... Tempel? Ihr habt noch keinen Tempel? Ja, aber das ist ja hier für unsere Gottheit. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel mir damit gerade eben sagen will. Warum sollte ich denn etwas umwandeln, etwas, das es schon ist? Man weiß es nicht. So, ihr seht, hier ist jetzt schon die erste Einheit drin. Das ist bis jetzt nur ein quasi Leibwachengeneral. Der wird jetzt so nach und nach hoffentlich weitere Truppen anlocken. Wenn es nach mir geht. So, wir haben nochmal zwei weitere Aktionen hier möglich. Hier können wir nach wie vor jetzt bauen. Aber ihr seht, ne, nach wie vor keine besonders guten Bauvorhaben. Deswegen lassen wir mal die Finger davon weg. Hier können wir auch momentan noch nichts machen. Der General wurde immer noch nicht bewegt und ich will natürlich auf Nummer sicher gehen. I see capable warriors only. Nicht, dass wir jetzt hier Truppen verlieren. Beziehungsweise nicht, dass wir jetzt angegriffen werden und dann zu stark in der Defensive stehen. Beziehungsweise fliehen müssen. Das wäre natürlich jetzt absolut nicht das, was ich mir wünschen würde. Terea, Rhodos. Ich könnte aber auch mal rumlaufen mit ihm jetzt hier einfach mal und mir die ganzen Außenposten-Boni holen. Das wäre nicht wirklich doof. Aber dann bin ich halt hier weg, ne, und hab dann hier eventuell die Probleme, dass er jetzt hier dann auf meinen Außenposten eindrischt. Die Gefahr ist durchaus da. I seek long-term solutions. Oh, da ist ein Level-Up von alleine gekommen. Cool. I am a Kassite. So, das hier würde uns weniger Erschöpfungsanstieg und Nachschub gewähren. Komm, ich gehe einfach mal auf das hin. Dann haben wir jetzt die drei jetzt mal überall gleichmäßig. Ich mag das ja, wenn meine Armee gut Nachschub hat. There can be no compromises. Ja, ja, du musst auch nicht viele Kompromisse machen. A journey is needed. Ihr seht, ich kann hier auch Truppen reinpacken und wieder weg. Das ist sehr, sehr witzig, wenn man mal so darüber nachdenkt. Eins, zwei, nee, also ich lasse das mal gerade eben. Rightful ruler of Carduniash. Dann versuchen wir dahin zu gehen. Das wird die Moral meiner Armee erhöhen. Komm, wir können das auch, glaube ich, im Marschmodus Prepare machen, to march. Oder? Genau, und dann möchte ich dann noch hierhin marschieren. Silence. Das reduziert dann nach die Kosten für meine Armee, was die Nahrung angeht. Oh, nächste Runde haben wir dann endlich genügend Untätige. So, wir haben jetzt übrigens auch jetzt hier die Befehle, also die Kommandos. Bei Verwendung Ruf zu den Waffen erhalten wir zwei Rekrutierungsplätze mit minus 15% Kosten, beziehungsweise minus 15% Wachstum auf die Arbeiterschaft in unserer Provinz. Abklingzeit 6 Runden. Wenn nicht verwendet, gibt es hier die göttlichen Kulte. Dadurch erhalten wir dann alle paar Runden für jedes Kulturzentrum in unserem Besitz eine zufällige Siluhulu. Einheit für die Spezialrekrutierung. Das ist jetzt natürlich noch nicht passiert. Prince of Ur, I'm Protector of Nippur. Doch, warte mal, ich kann dir diese eine Elite-Einheit noch mit reinnehmen. Ey, geil. Babylonische Spezialisten. Ey, die sind mir das wert. The officers wish my counsel. Ihr seht's hier, ne? Das ist so eine mittelschwere Hybrid-Einheit. Ja, die nehme ich doch mal ganz, ganz gerne mit. Abgelaufene Tauschabkommen. Ah, deswegen mache ich jetzt auch weniger Nahrung und so. Und ich habe denen auch Gold gegeben, das ist jetzt auch vorbei. Gut zu wissen. Hofaktionen sind verfügbar. Everybody does their duty. No more, no less. Also ich bin der König von Babylon und der Typ ist der König des Universums. König von Elam. Ja, also wie gesagt, ich bin hier nicht wirklich der große Fan von diesem Ding. Aber ihr seht, ich kann ja auch nicht wirklich tratschen. Doch, ich kann tratschen. Ich kann nur tratschen. Ich mach mal hier mit dem hier. Der wohnt relativ weit weg. Der wird mir also wahrscheinlich nicht so schnell aufs Dach steigen. Das finde ich jetzt persönlich ganz, ganz gut. Und hier warten wir immer noch darauf, dass hier Dinge fertig werden. Okidoki. Und dann kann ich jetzt endlich in der nächsten Folge hier dieses
zusätzliche militärische Rekrutierungsgebäude mir gönnen. Das wäre schön. Das wäre toll. Aber vorher holen wir uns nochmal ganz, ganz kurz den Buff und dann wandern wir wieder da hoch. Wir sehen es jetzt auch hier, dass hier gerade eben eine Einheit drin ist. Und wir haben jede Runde eine 30%ige Chance, dass da eine zufällige noch mit reinkommt. Der will, dass ich ihm... Oh, das wäre ehrlich gesagt gar nicht mal so kacke. Das nehmen wir an. Denn ich kann dringend Stein gebrauchen. Das war sogar ein sehr, sehr willkommener Deal, mein lieber NPC-Nachbar. So, dala. Also du gehst jetzt erstmal nochmal dahin. Nachschub. Dann gehst du nochmal dahin, nochmal den Moralbonus und dann gehen wir da oben hin. Make way there. Zip. Und last but not least, Freunde. Ah, was kostet das? Oh Gott, das kostet viel Zeug. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Adi.